Everybody says we're too young, our love is not going on. They say you better go away, cause this love is made of sorrow and pain. Love is enough. Love is enough. I know that love is enough. Love is enough. We can make it through stormy weather. As long as we stay together. Yeah, love is enough. Fire, girl! Lügner! Pia, lässt es dir bitte mal erklären? Erklären, was gibt's da noch zu erklären? Wie oft hast du mit der gepennt? Ja, einmal. Das musst du mir glauben. Ich muss dir glauben, du betrügst mich. Pia, bitte. Komm mir nicht zu nah, das sag ich dir. Komm mir nicht zu nah. Hau ab! Vielleicht können wir in Ruhe darüber reden. Von mir aus morgen. Ich will nicht hören. Ich will, dass du abhaust. Das ist so bodenlos. Das ist so unglaublich verletzend. Hau ab! Na, dann gehe ich jetzt. Habe ich das gerade richtig gesehen? Was hast du denn gesehen? Ihr zwei steigt zusammen aus einem Auto? Habt ihr die Nacht zusammen verbracht? Ja. So? Oh, ihr habt ohne mich gefeiert. Ja. Du hast aber auch schon mal besser ausgesehen. Das möchte sein. Hast du Stress mit Pia? Erkläre ich dir auf dem Weg, Simone, wartet. Liebe Frau Dr. Blubisch, damit möchte sich der Pharmakonzern vorab bei Ihnen für Ihre Arbeit an der Studie herzlich bedanken. Wir sind sehr zufrieden mit Ihnen. Vielen Dank auch, aber eigentlich habe ich nur meine Hausaufgaben gemacht. Ach Gott, seien Sie doch bitte nicht so bescheiden. Möchte noch jemand Kaffee? Ja, bitte. Ja. Wenn diese Studie zum Erfolg führt, dann wird das auch für unsere Sachsenklinik von großem Vorteil sein. Dem kann ich mich nur anschließen. Wir sind Ihnen wirklich zu sehr großem Dank verpflichtet. Und wenn Sie mich fragen, dann steht das neue Medikament kurz vor der Zulassung. Immer noch keinerlei Nebenwirkungen? Nein, bei keinem einzigen Probanden. Es wird Zeit, dass wir RAK2 endlich allen Patienten verabreichen können. Ja. Aber weshalb ich Sie alle hier bitten ließ, wären Sie denn bereit, an künftigen Forschungsaufträgen mitzuarbeiten? Sicher, ich dachte schon, Sie fragen gar nicht mehr. Sie, Herr Kollege, Herr Heilmann, wären Sie ebenfalls bereit, an künftigen Forschungsprojekten mitzuarbeiten? Selbstverständlich. Gut. Ja, dann würde ich mir jetzt gern unsere Arthrose-Patienten anschauen. Reißt du dich ein bisschen zusammen? Der Alte ist im Moment sowieso nicht gut, auf dich zu sprechen. Guten Morgen, Herr Küfner. Guten Morgen. Sie haben Schmerzen? Herr Küfner hat die Nacht kaum ein Auge zugemacht. Ich habe ihm gerade eine Injektion gegeben. Tja, das wundert mich nicht. Die letzte Spritze ist bereits 8 Stunden her. Hatte ich das nicht für alle 4 Stunden verordnet? Ich wollte es mal ohne versuchen. Diese ständige Übelkeit und meine Magenschmerzen, da halte ich doch lieber meine kaputten Knochen aus. Bitte geben Sie mir dieses neue Medikament. Was meinen Sie? Ich hab's aus dem Internet. Es gibt ein böses Enzym, RAK2, und ein gutes Enzym, RAK1. Und dieser neue Wirkstoff, der hemmt nur das böse Enzym. Ich weiß doch, dass Sie hier irgendwas Neues testen. Bitte. Das stimmt doch, oder? Ja, das Medikament ist doch auf dem Weg der Zulassung. Aber wir haben noch nicht genügend Erkenntnisse darüber, wie es genau wirkt. Was soll denn schon passieren? Ich meine, den anderen geht's doch besser. Geben Sie mir doch diese Chance. Herr Küfner, es tut mir sehr leid, aber Sie haben Bluthochdruck und damit ist das Medikament für Sie völlig ungeeignet. Wir riskieren im schlimmsten Fall eine Gehirnblutung. Aber es ist vielleicht meine letzte Chance. Bitte geben Sie mir das Medikament. Das können wir leider nicht. Wir haben es nur für die Probanden der Studie vorrätig. Außerdem sind die Kontrollen der Zulassungsbehörde sehr streng. Ja, und wenn Sie mit dem Hersteller reden, ich würde es auch bezahlen. Die Studie steht kurz vor ihrem Abschluss. Und vielleicht gibt es das Medikament ja dann bald auch in den Apotheken. Ja, nur dass ich dann nicht mehr da bin. Ich würde Papa am liebsten eine runterhauen. Ist doch wohl echt das Letzte. Meine Güte, er ist doch kein Schwerverbrecher. Was hat er denn schon groß gemacht? Sag mal, spinnst du? Du findest das wohl noch okay, dass Papa eine Affäre hat? Ach, so ein Quatsch. Aber sowas kann noch mal passieren, oder? Ja, da kann ich mich jetzt wohl drauf einstellen, dass du demnächst mit den Schwestern rummachst. Hey, ich habe nichts gemacht, okay? Es war dein Vater. Hat uns Papa etwa nicht mehr lieb? Doch, hat er. Das hoffe ich jedenfalls. Genau. Ihr habt euch doch irgendwie immer wieder zusammengerauft. Willst du ihm jetzt einfach so verzeihen, oder was? Einfach so bestimmt nicht. Danke, dass du mir den Rücken frei hältst. Winkler,
Mach dir keinen Stress, nimm dir Zeit. Schöne Frauen fertigt man nicht in ein paar Minuten ab. Ich werde ihr lediglich sagen, dass wir uns nicht mehr sehen können. Ja, deswegen brezelst du dich auch so auf. Was soll ich? Würde ich aussehen wie ein Stadtstreicher? Ja, ist schon klar. Ich werde dir nachher auch nicht vorhalten, dass du es doch nicht geschafft hast. Ich kann nur mit Christina nicht so weitermachen wie bisher, auch wenn es mir verdammt schwer fällt. Aber soll ich wegen ihr meine Familie aufs Spiel setzen? Sagt sie der Kopf. Aber der Bauch sah das ganz anders. Oder soll ich sagen, der Unterleib? Du bist ja nur neidisch. Ja, bin ich auch. Ich hätte nämlich auch gerne gleich zwei Superweiber, die mir zu Füßen liegen. Und genau deswegen, mein Lieber, wirst du auch nicht Schluss machen mit Christina. Doch, das werde ich. Das werden wir sehen. Ich schwöre. Es tut mir leid. Was? Dass du jetzt so einen Stress hast. Und andererseits... Andererseits? Wollen wir uns nicht mehr verstecken. Ich hätte es dir gleich sagen müssen. Was? Dass du verheiratet bist? Ja. Das bin ich auch. Du hast mir gesagt, du bist geschieden. Du hättest doch nichts mit mir angefangen, wenn du es gewusst hättest, oder? Jetzt betrügst du deinen Mann. Also mit mir. Es geht dir nichts an. Keine Lügen mehr, ja? Und genau deshalb bin ich da. Ich habe was mit dir zu bereden, es ist aus. Christina, es ist jetzt vorbei. Das kann ja nicht so weitergehen wie bisher. Warum denn nicht? Weil es vorbei ist. Was soll ich dir denn so sagen, dass unsere Beziehung zu Ende ist? Weißt du das denn? Immer warte ich darauf, dass du mich in die Arme nimmst. Du riechst so gut. Du hast mich süchtig gemacht. Wollen wir nicht lieber vernünftig sein? Wie können wir denn glücklich werden, wenn wir die anderen so verletzen? Ja. Und Sie kommen wirklich klar ohne mich? Was ist denn das jetzt wieder für eine Frage? Natürlich komme ich klar. Und Sie kümmern sich jetzt erstmal um Pia. Ja. Ihre Tochter braucht sie jetzt. Natürlich. Wiedersehen. Wiedersehen. Das bringe ich hier bei euch auch noch alles durcheinander. Darin sind Sie ja in den letzten Tagen geradezu Weltmeister. Komm mal wieder runter. Schließlich hast du oft genug über den alten Friedrich geschimpft. Ja, aber ich hätte gern selbst bestimmt, wer bei mir wohnen darf und wer nicht. Hab ich da noch was mitzureden? Also ich kann auch gerne wieder gehen. Na, darum geht's doch gar nicht. Aber ich hatte mich gerade an den alten Querkopf gewöhnt und da kommen Sie daher und machen alles kaputt. Und für was? Für einen Weiberrock. Donnerwetter. So habe ich sie schon lange nicht mehr erlebt. Hat noch ganz schön viel Temperament, mein gutes altes Charlottchen. Und was ist, wenn sie recht hat? Quatsch. Ist ein Bier? Nee. Wir haben es nicht leicht. Überleg doch mal, permanent sind wir diesen vielen unglaublich schönen Frauen ausgesetzt, die uns anflirten, dass sie bald... Und wenn man dann mal bei einer schwach wird, dann machen die anderen gleich einen Weltuntergang draus. Ja, aber sind ja nicht nur Opfer unserer Hormone. Wozu haben wir denn noch einen Kopf? Jo, wozu haben wir noch einen Kopf? Ich hätte wetten sollen, es war völlig klar, dass du dich nicht von Christina trennen wirst. Das war überhaupt nicht klar. Doch. Morgen. Wo willst denn du hin? Willst du den Laden heute nicht aufmachen? Ich habe ihn gleich wieder zugemacht. Ich kann einfach nicht arbeiten. Verstehe ich. Und? Liebst du sie? Also ja. Ich liebe dich. Und das Schlimmste wäre, wenn ich dich nicht mehr hätte. Es tut ganz schön weh. Wie noch eine ganz kleine Chance? Weiß ich nicht. Ich würde es gerne rückgängig machen. Denk über uns nach. Von mir aus ein paar Wochen, ein paar Monate. Damit du in Ruhe ausprobieren kannst, ob du mit Christina leben könntest. Weißt du eigentlich, was du da von mir verlangst? So habe ich es nicht gemeint. Ich denke, du hast es genau so gemeint. Ja, dann musst du es ausprobieren. Geh zu ihr und bleib.
Frau Heilmann, ich kann mir vorstellen, dass Sie... Offen gestanden, es interessiert mich nicht die Bohne, was Sie sich vorstellen können. Sie brauchen sich ja nicht gleich aufzuregen. Doch, ich muss mich aufregen und raten Sie mal, wer schuld dran ist. Ganz schön einfach. Wissen Sie was, lassen Sie mich einfach in Ruhe. Können wir nicht wie vernünftige, erwachsene Menschen miteinander reden? Was wollen Sie denn eigentlich von mir? Reicht es nicht, dass Sie Roland rumgekriegt haben, müssen Sie Ihren Triumph jetzt auch noch vor mir auskosten? Sie brauchen Schuldigen. Kann man Roland vorwerfen, dass er sich verliebt hat und sich zu seinen Gefühlen bekennt? Hören Sie sofort auf. Sie reden hier immer noch von meinem Mann. Lassen Sie uns nur für eine einzige Woche die Tabletten tauschen. Ihnen geht es doch schon wieder ausgezeichnet. Aber ich... Wenn das rauskommt? Ich habe unterschrieben, dass ich mich streng an die Regeln der Studie halte. Wer soll das denn merken, wenn wir beide den Mund halten? Ihre Arthrose ist doch so gut wie weg. Und wenn Sie doch wieder Schmerzen kriegen, können Sie ja meine Tabletten nehmen. Damit ich dann davon wieder Magenschmerzen bekomme? Aber es ist doch nur für eine einzige Woche. Ich zahle Ihnen dafür, was Sie wollen. Ich will doch noch wissen, ob dieses neue Präparat... Küffner, das glaube ich ja einfach nicht. Sie bestechen einen kranken Menschen, damit er Ihnen sein Medikament überlässt? Und ich? Bin ich nicht krank? Wer entscheidet denn darüber, dass ich vielleicht sterbe und jemand anderes nicht? Sie vielleicht! Yvonne, bringen Sie ein Beruhigungsmittel für Herrn Küffner. Kommen Sie, Sie müssen sich hinlegen. Normalerweise müsste ich den Vorfall bei der Klinikverwaltung melden. Und was das bedeutet, können Sie sich doch denken. Das tun Sie aber nicht, oder? Wieso sind Sie sich da so sicher? Weil Sie noch ein Mensch sind unter Ihrem weißen Kittel. Aber das, was Sie da eben vorhatten, das verurteile ich trotzdem. Aber was würden Sie denn an meiner Stelle machen? Sie würden doch genauso handeln, oder? Da habe ich endlich meine eigene Firma aufgebaut. Und dann kommt mir diese Krankheit dazwischen. Wer bezahlt denn jetzt unsere Kredite, wenn ich nicht mehr bin? Was haben Sie denn für eine Firma? Ich habe ein Patent angemeldet für einen verschleißarmen Kolben. Und seit ein paar Monaten sind wir endlich im Geschäft mit einer großen Autofirma. Noch 2-3 Jahre vielleicht und wir hätten es geschafft, verstehen Sie? Wenn Sie regelmäßig zur Kur fahren und Ihre Krankengymnastik machen, dann können Sie mit Ihrer Arthrose noch sehr alt werden. Machen Sie mir doch nichts vor. Ziehen Sie bitte Ihre Jacke aus, ich möchte Ihnen die Spritze geben. Mein Magen ist doch jetzt schon völlig kaputt von den ganzen Medikamenten, die ich schlucken muss. Und noch eine Operation überstehe ich nicht, das weiß ich doch. Mal festhalten. Bitte, Frau Doktor, ich bezahle dieses Medikament auch selber. Können Sie nicht wenigstens bei dieser Arzneifirma anfragen? Das kann ich zwar tun. Wirklich? Aber bitte versprechen Sie sich davon nicht zu viel. Danke. Ja, vielen Dank. Ich melde mich wieder. Wiederhören. Dieses Mittel scheint der echte Durchbruch zu sein in der Arthrosetherapie. Kein Patient hat irgendwelche Nebenwirkungen, in allen 20 Kliniken nicht. Küffner muss unbedingt dieses Medikament bekommen. Na, wozu habe ich einen dicken Stein im Brett bei dem Pharmakonzern? Roland? Ja. Du hörst mir gar nicht zu. Hast du mit Pia geredet? Ja, nein, nicht. Ja. Ja, was denn jetzt? Weil sie will mich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Und das wundert dich? Hörst du bitte auf, Roland fertig zu machen? Ja, soll ich ihn jetzt vielleicht auch noch bedauern? Wer ist denn hier fremdgegangen? Was heißt hier fremdgehen? Dass ihr Frauen da immer gleich eine Staatsaffäre draus machen müsst. Wer hat denn je gesagt, dass Männer monogam sind? Du Macho, du brauchst doch sogar noch für dein Frühstück eine Frau, die es dir kocht. Dafür habe ich schon Leute. Und nur weil du es mit mir nicht ausgehalten hast, heißt es ja noch lange nicht, dass es für alle anderen Frauen dieser Welt gilt. Hast du dich von Christina getrennt? Roland, das erledigt sich doch nicht von selbst. Pia wird sich das bestimmt nicht mehr lange mit ansehen. Ich kann mich nicht entscheiden. Das wirst du aber müssen. Am liebsten will ich sie alle beide. Und genau deshalb geht's mir nicht gut. Du tust mir aber leid, du Ärmster. Mir fällt dir dazu nicht ein. Und jetzt kapitulierst du vor der männlichen Übermacht. Ich habe einen Termin bei Simoni. Außerdem möchte ich euch nicht weiter stören in eurer männlichen Beweihräucherung. Tut mir leid, Frau Dr. Globisch, aber ich kann Ihnen auf gar keinen Fall mein Einverständnis dazu geben. Wir wissen überhaupt nicht, wie Küffner mit seinem Bluthochdruck auf das Medikament reagiert. Aber er ist sich des Risikos voll und ganz bewusst. Er will es auf eigene Verantwortung nehmen. Sind Sie der Fachmann oder er? Ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass es ihm helfen wird. Drug 2 wird bisher von allen Probanden hervorragend vertragen.
Und wenn es jemand wirklich dringend benötigt, Herr Professor, dann ist es Küfner. Er hat doch eigentlich schon gar keine andere Wahl mehr. Nicht mehr lange und wir müssen den Dreifachblocker absetzen. Und ist es dann nicht wunderbar, dass wir das neue Mittel zur Verfügung haben? Solange das Medikament nicht zugelassen ist, werden wir es nicht verabreichen. Aber es ist seine einzige Chance. Ich verstehe Sie, aber Sie dürfen das Leid der Patienten nicht zu sehr an sich heranlassen. Und wenn es sich um Ihren Bruder handeln würde? Oder um Ihre Mutter? Würden Sie dann auch so entscheiden? Das, was Sie vorhaben, ist russisch Roulette. Deshalb verweigere ich Ihnen meine Zustimmung. Wir sind Ärzte geworden, weil wir den Menschen helfen wollen. Und nicht, um sie unkalkulierbaren Risiken auszusetzen. Das ist, als würde man sein Todesurteil unterschreiben. Ich halte das nicht mehr aus, diese Übelkeit. Ich muss mich dauernd übergeben. Haben Sie das Medikament auf nüchternen Magen eingenommen? Sie könnten doch auch nicht essen, wenn Ihnen dauernd schlecht wäre. Wie lange genau nehmen Sie das Mittel schon ein? 5 Jahre. Aber mein Magen wird immer schlimmer. Dann müssten Sie doch wissen, dass Sie vorher was essen müssen und dazu das Magenmittel nehmen. Ich setze es sowieso ab. Und Ihre Arthrose? Wenn Sie es nicht nehmen, dann können Sie bald gar nicht mehr laufen. Frau Dr. Globisch will mir bald dieses neue Medikament besorgen. Bis dahin halte ich es schon irgendwie aus. Ja, es ist doch noch lange nicht entschieden. Und bis dahin nehmen Sie bitte das Mittel. Ich sage der Schwester Bescheid, dass sie Ihnen was gegen die Magenschmerzen gibt. Zum ersten Mal seit Jahren habe ich Hoffnung, dass ich vielleicht doch wieder gesund werden kann. Diese Frau Dr. Globisch ist schon eine wunderbare Frau. Ja, Süßer, jetzt ist alles gut, ne? Hast Bäuerchen gemacht und da kriegst du auch keine Bauchschmerzen. Ihr habt gestern Nacht wieder ganz schön geschrien, ne? Ja, ich bin echt fertig. Das glaube ich, ja. Herr Alina, wollen wir in den Gloria-Palast? Heute ist Kinotag. Coole Idee, aber ich schlaf garantiert sofort ein, sobald ihr das Licht ausmachen. Ey, dann nehmt ihr ein Kissen mit. Hallo. Lass uns doch ins Kino, wir waren so lange nicht mehr da. Entschuldigung, aber ich bin echt zu müde, ja? Dann mache ich dir einen hammerharten Kaffeefeuer. Und Friedrich, der passt auf Jonas auf, oder? Gerne. Gut. Also, erstens lass ich Opa nicht einfach so dazu verdonnern und zweitens hast du überhaupt nichts davon, wenn ich den ganzen Film verschlafe. Hm? Geh alleine, ja? Wie Pia, nur 20 Jahre jünger. Oh Gott, es ist passiert. Ich höre mich an wie meine eigene Mutter. Ja, dann kann ich ja gleich Pia heiraten. Die nimmt dich sowieso nicht. Was? Was ist denn jetzt passiert? Du hast doch gesagt, du bist müde. Dann sollten wir auch gleich in die Heia gehen. Hallo, ich dachte mir schon, dass du mittags kommst. Ach, Christine, was machst du hier? Ich hatte Sehnsucht. Ich auch. Aber es ist keine besonders gute Idee, hier noch aufzutauchen. Ja, ich weiß. Aber ich brauche deinen Rat. Ich will eine Wohnung suchen und dachte, dass du da gern mitreden würdest. Hier, guck mal. 3-Raum-Wohnung. Wie sieht es bei deinem Mann aus? Ja. Ich kann das nicht mehr. Ich lege mich zu ihm ins Bett und denke ständig an dich. Außerdem haben wir beide keinen Platz, an dem wir zu Hause sein können. Hier hatten Sie vergessen. Sie vergessen in letzter Zeit sehr viel. Danke, Schall, Lotte. Willst du nicht? Christine, das geht mir alles ein bisschen schnell. Worauf willst du denn warten? Ich liebe dich und will mit dir zusammen sein. Also, nee, tu mir bitte einen Gefallen und lass das bitte. Warum denn? Ich kann sowas unmöglich unter Druck entscheiden. Und außerdem weiß ich überhaupt nicht, wie ich das will. Ich frag mich halt immer und immer wieder, was ich falsch gemacht habe. Du hast dir nichts vorzuwerfen. Ich hab Schiss, dass ich ihn verliere. Vielleicht hätte ich ihn nicht rauswerfen sollen. Doch, das war das einzig Richtige. Jetzt musst du dir nur überlegen, ob du dich von ihm trennen möchtest oder ob du ihn zurückgewinnen willst. Komm, gegen die Frau habe ich doch überhaupt gar keine Chance. Nach über 15 Jahren Ehealltag bin ich für Roland alles andere als attraktiv. Jetzt mach dich mal nicht so klein.
Du siehst super aus. Du hast dein eigenes Geschäft hochgezogen. Du hast zwei wunderbare Kinder. Was will der eigentlich? Jeder Mann würde sich glücklich schätzen, wenn er dich zur Frau hätte. Was ist mit dir? Willst du ihn denn wieder? Wie soll ich das anstellen? Wo warten wir in euren Flitterwochen? Auf Hiddensee. Fahr mit ihm dahin. Dorthin, wo alles begonnen hat und probiert einen Neubeginn. Du meinst, dass das funktioniert? Ups, da wartet schon jemand auf dich. Das gibt's doch nicht. Das mache ich jetzt kurz und schmerzlos. Fahr nicht gleich wieder um. Bei dem Anblick könntest du nicht verdenken. Hallo. Morgen. Morgen. Denkst du bitte dran, dass wir in 10 Minuten Visite haben? Ich muss jetzt leider gehen. Ja. Wenn mir das sehr schwer fällt. Du hast zu tun, ne? Ja. Entschuldige, dass ich dich hier so überfalle, aber ich habe versucht, dich zu erreichen. Ich muss dringend mit dir reden. Ich weiß auch, ich muss auch dringend mit dir reden. Kannst du in der Mittagspause hier weg? Nee, kann ich nicht. Du musst ja auch arbeiten, oder? Für dich mache ich sogar meine Praxis zu. Um 1 im Café. Ja, gut. Aber maximal eine halbe Stunde. Das ist nicht viel. Aber besser als eine halbe Stunde ohne dich. Kapiere ich nicht. Wieso lädst du Papa zu einem Wochenende ein? Schließlich hat er es doch vermasselt. Ist doch egal, wer den ersten Schritt macht. Hauptsache ist, dass wir endlich anfangen, unsere Probleme zu lösen. Wie ich dich kenne, wirst du Roland das Leben noch schwer genug machen. Worauf du dich verlassen kannst. Wo wollt ihr denn hinfahren? Ich wollte es mal auf Hiddensee versuchen. Da war doch in den Flitterwochen, oder? Wie passend. Auf ein neues, was? Du halt dich da mal raus, du Küken, ja? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass das funktioniert. Oh doch. Das glaube ich. Sehr wohl. Ich fasse es nicht. Papa betrügt dich mit einer anderen Frau und zur Belohnung darf er mit dir in Urlaub fahren, oder was? Alina, lass das mal deine Mutter machen. Wo willst du denn hin? Ich gehe jetzt ins Reisebüro. Versprich, dass du noch mal drüber nachdenkst. Ich habe ja schon drüber nachgedacht. Du bist eine Traumfrau. Ich hätte nie gedacht, dass ich bei jemandem wie dir überhaupt eine Chance habe. Aber ich kann nicht. Gib uns doch die Chance, dass wir uns richtig kennenlernen. Mehr verlange ich doch gar nicht. Du musst dich doch nicht scheiden lassen. Will ich doch mal ab und zu sehen. Aber das geht nicht. Ich kann doch nicht zu Hause so den braven Ehemann spielen und dich ab und zu treffen. War ich nur eine kleine Abwechslung. Du warst eine große Abwechslung. Das war jetzt der Abschiedskuss. Nee. Aber dieser. Schluss. Schluss. Pia. Pia. Ich verstehe ja, wie das für dich ausgesehen haben muss, aber es war ja ganz anders. Ach, es war ganz anders. Das erklär mir doch mal. Ich habe gerade Schluss gemacht. Genau, das habe ich gesehen. Pia, ich habe es ihr eben gesagt, es ist beendet, ich schwöre dir. Ach komm, Mensch, fass mich nie an. Ich kann deine Lügen nicht mehr hören. Für wie bekloppt hältst du mich eigentlich? Es ist wirklich vorbei, endgültig aus. Ja, Roland, es ist aus, zwischen uns. Lass mich scheiden. Willen, Herr Köffner, was haben Sie? Er hat eine akute Blutung. Am besten sofort in den OP. Benachrichtigen Sie Frau Dr. Globisch und den zuständigen Chirurg. Geben Sie mir mal die Schale her. Nehmen Sie bitte hier die hier. So, legen Sie sich hin. Herr Köffner, Sie werden operiert werden müssen. Soll ich Ihre Frau benachrichtigen? Ist es denn so ernst? Yvonne, erzählen Sie immer, wie viele Patienten das schon gut überstanden haben. Keine Sorge, Herr Köffner, Sie müssen nicht sterben. Wir passen hier alle gut auf Sie auf. Ja. Nie so weit kommen dürfen. Das alles nur, weil wir ihn mit den NSRs behandeln, die seinen Magen ruinieren. Ich weiß ganz genau, dass wir keine anderen Enzyme mehr haben, um ihn zu therapieren. Doch, haben wir. RAK 2. Und wo ist Roland, verdammt? Da. Entschuldigt.
Das Küfner? Ja. Und das eine schwöre ich euch, sollte er die OP überleben, war das die letzte Pille, die er von dem verdammten Zeug geschluckt hat. Das gucke ich mir nämlich nicht mehr länger mit an. Siehst gut aus. Pia will sich scheiden lassen. Was? Kannst du überhaupt operieren? Wäre mir lieber, ich dürfte bei dir assistieren. Geht klar, komm. Und schon gebucht? Nein. Lass mich scheiden. Wie bitte? Gerade eben wolltest du noch in die zweiten Flitterwochen fahren. Ja, es hat sich erledigt. Setz dich doch erstmal hin, Mädchen. Was ist denn passiert? Ich bin so wütend. Ich könnte dem wirklich den Hals umdrehen. Hast du Papa getroffen? Ja, hab ich. Mit dieser Christina. Ich gehe auf dem Weg zum Reisebüro an einem Café vorbei. Da hockt unser Vater in aller Öffentlichkeit und knutscht rum. Bist du sicher, dass es war? Papa, natürlich bin ich sicher. Ich werde ja wohl meinen eigenen Mann erkennen. Außerdem ist er mir hinterhergerannt, als er mich gesehen hat. Ja, und dann? Und dann wollte er mir allen Ernstes weismachen, dass er sich gerade von ihr getrennt hat. Ja, das ist doch wunderbar, Pia. Papa, es ist nicht wunderbar, es ist nicht wunderbar. Er hat es nur gesagt, um mich zu beruhigen. Na, ich meine, dass du ihn zappeln lässt, ist ja okay. Aber dich gleich scheiden lassen, das... Dich möchte ich sehen. Dich möchte ich wirklich sehen, wenn Vladi mit einer anderen rumknutscht. Ob du dann auch immer noch so coole Sprüche klopfst. Willst du eine fast 20-jährige Ehe einfach in den Mülleimer werfen? Du hast zwei Kinder und ein Enkel. Ja, die Kinder behalte ich auch. Aber Roland muss gehen. Liebst du Papa noch? Natürlich lieb ich Papa noch. Sonst würde mir das Ganze doch nicht so nahe gehen. Dann kämpf. Wie bitte? Ja, du musst kämpfen. Du kannst dieser Christina nicht einfach so kampflos das Feld überlassen. Alina hat recht. Kämpf um deinen Mann, hol ihn zurück. Ich habe nicht gedacht, dass er es schafft. Meine Güte, über 2 Liter Blut im Bauchraum. Was muss der Mann für Schmerzen gehabt haben? Ja. Wird auch eine ganze Weile dauern, bis er wieder auf den Beinen ist. Immerhin habe ich ihm 1/3 seines Wagens rausgenommen. Und wofür tun wir das? In ein paar Wochen liegt er wieder bei uns auf dem Tisch. Oder er ist tot. Jetzt sollten wir wirklich die Medikamente absetzen. Seine Schleimhäute sehen schlimm aus. Ihr würdet ihm doch auch RAG 2 geben, oder? Ich würde nicht mehr drüber nachdenken. Außerdem hat Simone Nein gesagt, also stellt sich die Frage gar nicht. Mir schon. Ich werde versuchen, das Medikament für ihn zu bestellen, noch heute. Und Simones Anweisungen nicht beachten und deinen Job aufs Spiel setzen? Ach, Roland, sagst du bitte auch mal was? Schon gut. Ich dachte, es geht ja um Menschenleben. Alle wahnsinnig. Fehlt's mir ganz schön, weißt du das? Du mir auch. Ich wollte dich ja nicht wehtun. Und deine Mutter hört mir nicht mehr zu. Das hat dich wahrscheinlich verzappt. Nein, hast du nicht. Mama hat dich alten Idioten nämlich noch viel zu gern. Hat sie das gesagt? Nein. Aber sie holt sich wegen dir die Augen aus. Und ich kann sie verstehen. Schließlich hast du vor ihren Augen mit dieser Christina rumgeknutscht. Weißt du, was das für ein Schock für Mama war? Ja, deshalb will sie sich ja scheiden lassen. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Sie meint das nicht so. Ich kenne deine Mutter besser, die meint das so. Liebst du Mama noch? Ja, und wie? Dann musst du es ihr beweisen. Du musst ihr vor allem beweisen, dass sie die einzige Frau ist, die du liebst. Das ist ganz fantastisch, Frau Marquardt. Diese Testreihe hat sich für uns wirklich gelohnt. Das CT, das uns das Pharmaunternehmen gestiftet hat, ist das Beste, was es auf dem Markt zurzeit gibt. Und das zum Nulltarif. Die verdanken unserer Arbeit ja auch etwas. Durch unsere Ergebnisse können die das Mittel weitaus früher auf den Markt bringen als geplant. Ich schätze mal, so in circa 8 Wochen werden die mit diesem neuen Wirkstoff Millionen verdienen. Ich werde Frau Dr. Globisch bitten, die aktuellen Ergebnisse noch heute zusammenzustellen. Und dann können wir die Unterlagen in dieser Woche noch einreichen. Ich werde mich persönlich drum kümmern. Der Zulassung des Medikaments steht dann sicher nichts mehr im Wege. Es sei denn, uns unterlaufen noch grobe Verfahrensfehler. Aber darum mache ich mir im Moment weniger Sorgen. Mach's dir
Ja, ich möchte da jetzt nicht drüber reden. Kannst mich nicht verstehen. Lass mich in Ruhe. Sicher. Bin ja auch so blöd, dass ich jeden Tag neu angelernt werden muss. Jetzt reden wir mal Klartext. Nur weil ich ab und zu mal einen flapsigen Spruch mache, heißt es nicht, dass ich nicht wüsste, worum es geht. Dass ich nicht für dich da bin, wenn du mich brauchst. Und ich glaube, du brauchst mich jetzt. Bloß, du kannst mir nicht helfen. Wir sind grundverschieden. Dein Leben ist ein anderes als meins. Wie willst du dich in mich hineinversetzen? Du bist oberflächlich? Das habe ich nicht gesagt. Du würdest mit so einer Situation anders umgehen. Ich sitze zwischen allen Stühlen. Das hätte mir auch passieren können. Ich hatte mich damit schon abgefunden, dass die Scheidung wahrscheinlich die sauberste Lösung ist. So, jetzt kommt Alina und macht sie mir wieder Hoffnung. Was? Na, dann gibt's doch vielleicht noch einen Weg. Vergeigt ist vergeigt. Wenn Pia sich von mir scheiden lassen will, dann will ich mich auch von Pia scheiden lassen. Ich kann nicht mehr. Willst du wegen der Geschichte wirklich alles verlieren? Ich habe alles verloren. Hast du nicht, aber tu was! Ohne deine Familie gehst du doch rein wie eine Primel. Ich kann sehr gut alleine leben. Du gehst vor die Hunde. Und das lasse ich nicht zu. Was willst du denn machen? Du musst was machen. Egal was ist, bin immer für dich da, rund um die Uhr. Haben Sie noch Schmerzen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich keine Schmerzen hatte. Ach, Sie können mir ja doch nicht helfen. Und es ist sowieso schon alles egal. Ach, so dürfen Sie nicht denken. Wenn Sie erst einmal geschlafen haben, dann geht es Ihnen sicher besser. Yvonne, würden Sie uns bitte allein lassen? Ich werde die nächste Stunde hier bleiben. Sicher. Herr Küffner, ich werde Ihnen jetzt das neue Medikament geben. Vorausgesetzt, dass Sie es immer noch wollen. Danke, Frau Doktor. Ich wusste ja, dass Sie mir helfen würden. Aber um eins möchte ich Sie bitten. Zu niemandem ein Wort. Ich riskiere gerade für Sie Kopf und Kragen. Kannst du mir vielleicht sagen, warum sie mich rausgeschickt hat? Wäre mir lieber, wenn du mich das nicht fragst. Was soll ich nun in die Krankenakte eintragen? Ich meine, sie hat mir nicht einmal gesagt, was sie dem Patienten da verabreicht. Dann soll wohl auch nichts eingetragen werden. Ihre Schwierigkeitsstufe einstellen, Level 3 höchstens. Oh, danke, es geht schon viel Bitte. Besser. Gerne. Ach du, entschuldige, was ist denn das da rechts oben für eine Zahl? Das ist der Puls, der darf bei dir annähernd 135 sein. Ach so. Tja, wie lange muss ich denn da treten? 40 Minuten bis eine Stunde. Was, so lange? Sonst macht das keinen Sinn. Deine Fettverbrennung, die fängt erst nach einer halben Stunde an. Ja und? Bringt es was? Ich habe 4 Kilo abgenommen. Das ist ja doll. Und für wen? Für meine Frau, aber die hat mich rausgeschmissen. Da wird es wohl einen Grund für gegeben haben, dass sie dich rausgeschmissen hat. Hallo, Roland. Tag, Christina. Hallo. Tag. Es war nicht verabredet. Das soll ich dir glauben? Das kannst du mir glauben. Und in Zukunft? Es kommt nicht wieder vor, hoffe ich. Na, ein Gutes hat das Ganze ja. Du scheinst ja eine Bombenkondition zu haben, im Gegensatz zu mir. Na, dann hole ich dir jetzt mal einen Energiedrink. Habe ich wohl Pech gehabt, was? Das habe ich auch gerade gedacht. So.
Danke. Ich glaube, ich gehe jetzt mal. Kommst du mit? Ach und tschüss, Frau Buchmann. Alles in Ordnung, Werte sind gut. Guten Morgen. Wie fühlen Sie sich heute? Ich weiß nicht. Ich denke, ich müsste aufstehen und Sie in den Arm nehmen und küssen. Später, Herr Küppner, später. Kriegen Sie jetzt Schwierigkeiten? Machen Sie sich darüber mal keine Gedanken. Hm? Ich schaue nachher noch mal nach Ihnen, ja. Recht. Und du hattest verdammt viel Mut. Moment. Verzeiht man dir auch ein paar Äußerlichkeiten. Also wenn du mich fragst, die zusätzlich angeforderte Medikamentenration, merkt kein Mensch. Das ist lieb von dir, aber ich habe die ganze Nacht drüber nachgedacht. Ich gehe zu Simoni. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Frau Dr. Globisch plötzlich einen weiteren Patienten in die Studie aufgenommen hat. Küchner? Ja, was ist da? Sie sind völlig verrückt geworden. Wir hatten ausdrücklich vereinbart, dass die Studie in den nächsten Tagen abgeschlossen wird. Moment. Barbara, Frau Globisch, sofort zu mir. Außerdem haben wir keinerlei Erhebungsbögen über den Patienten. So kann man doch keine Studie führen. Sie hatte wohl gar nicht vor, den Patienten offiziell in die Ergebnisse aufzunehmen. Was? Wieso? Ihr ging es nur darum, dass der Patient das Medikament erhält. An der Studie vorbei, sozusagen. Wenn das rauskommt, dann kriegen wir eine Klage von dem Pharmakonzern an den Hals. Wir sollten Frau Dr. Globisch die Gelegenheit geben, es uns persönlich zu erklären, ja? Bitte? Herr Professor, Frau Dr. Globisch war schon auf dem Weg zu Ihnen. Herr Professor, ich muss mit Ihnen reden. Und ich muss mit Ihnen reden. Sagen Sie mal, haben Sie überhaupt eine Ahnung, Moment, welche schwierige Lage Sie uns gebracht Moment, haben? Moment, bitte, Frau Markwart. Nehmen Sie Platz. Wie geht es dem Patienten? Der Patient Küffner ist das erste Mal seit Monaten auf dem Weg der Besserung. Die Schmerzen lassen nach und auch seine Magenschleimhaut erholt sich langsam. Da haben Sie ja unwahrscheinliches Glück gehabt. Sie wissen, was passiert wäre, wenn es durch das Medikament bei dem Patienten Küffner nur zu den kleinsten Komplikationen gekommen wäre. Soll das jetzt heißen, dass Sie keinerlei Konsequenzen aus dem unverantwortlichen Verhalten von Frau Dr. Globisch ziehen wollen? Herr Professor, wenn das rauskommt, was hier passiert ist, da sind wir für die Pharmaindustrie gestorben. Und sie ist schuld. Ich kann gern bestätigen, dass die Klinik nichts damit zu tun hatte. Es war allein meine Entscheidung. Aber einem Patienten die Chance auf Heilung vorzuenthalten, bloß weil es in diesem verdammten Versuchsplan nicht vorgesehen ist, das kann ich mit meiner Auffassung des Arztberufes nicht vereinbaren. Ich übernehme die Verantwortung. Sie wissen, dass Sie unsere Klinik in eine schwierige Situation gebracht haben. Andererseits brauche ich natürlich Mitarbeiter, die sich so engagiert für unsere Patienten einsetzen. Selbst wenn Sie uns damit in den finanziellen Ruin treiben. Ja. Herr Professor, ein Fax von diesem Pharmainstitut. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Studie vorzeitig beendet wurde. Die Erfahrungen mit dem Medikament an Ihrer und anderen Kliniken waren so eindeutig positiv, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte auf weitere Tests verzichtet. Heißt das jetzt, dass wir... Ja, ab sofort. Und für alle Patienten, die es brauchen. Darf
ich sie mal drücken. Machen Sie es doch. Warum können wir nicht mitkommen? Wir machen schöne Fotos. Du hättest Komiker werden sollen. Grüßt mir die Ostsee. Macht's gut, Kinder. Und macht euch keine Sorgen. Dass ihr mir nicht die ganze Zeit immer nur Pizza esst und streitet nicht dauernd. Wir? Niemals. Wir lieben uns doch. Eben. Und wasch ihm ja richtig den Kopf, bevor er dich wieder in seine Arme schmeißt, ja? Na, mal sehen, wie lange ich dem schuldbewussten Blick standhalten kann. Kinder, gibt es irgendwas, was ich nicht hören soll? Pia, wir müssen. Was sind Frauengespräche, hm? Komm, die Koffer. So, wir telefonieren miteinander und schönes Wochenende. Ja, ich glaube, zum Telefonieren werdet ihr keine Zeit haben. Tschüss. 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 So, da hätten wir den Familienfrieden wiederhergestellt. Wir? Wer hatte denn die Idee mit dem Fitnesscenter? Da ich ja wohl. Ist ja egal. Abseits der Haussegen hängt nicht mehr schief. Wenn ihr mich braucht, ziehe wieder zum Dragoner. Und was machen wir? Wenn ihr mir das Geld fürs Kino gebt, plus Popcorn und plus Getränke, dann seid ihr mich los. Oh, Presse. Was machen Sie denn da, Herr Steinbach? Das Foto bleibt nicht da stehen. Das bleibt da stehen, nur ich ziehe sofort bitte zu meinen Kindern, Frau Charlotte. Dann können Sie Ihre Eisenbahn ja auch gleich mitnehmen. Was ich für eine Arbeit gehabt habe, die kleinen Teilchen abzustauben. Sie haben doch hoffentlich nicht meine schöne alte Henschel von 1935 in der Hand gehabt. Ach, was meinen Sie, was für einen Schaden Sie anrichten können? Ich denke, den Schaden, den haben Sie schon. Ich dulde keine verstaubten Spielzeuge in meinem Haus. Das sind keine verstaubten Spielzeuge, das sind Sammlerstücke. Sie, ach Sie. Was denn Sie? Sie? Sagen Sie schon, Dragoner. Sagen Sie mal, sind Sie wirklich sicher, dass Sie hier wieder einziehen wollen? Also irgendwas hat mir gefehlt. Sehen Sie? Sehen Sie? Ich hab ihm gefehlt. Dann gib's doch zu, dir doch auch. Mir? Everybody says we're too young, our love is not going on.